Wir freuen uns, dass wir heute Abend wieder einen Referenten gewinnen konnten aus unserer Mitte. Jasper Zedlitz, der Mann unserer Datenbanken, wird uns heute was über Daten erzählen. Mit Daten hat ja jeder von uns zu tun. Und wir sind gespannt, was wir mit diesem Tool, das er uns heute Abend vorstellen will, alles anstellen können. Jasper, fang an. Jo, vielen Dank, dass ich heute was erzählen kann, dass auch so schön viele da sind. 30 Leute ist ganz gut. Mit Daten, irgendwie tabellarischen Daten, hat, glaube ich, jeder irgendwie zu tun. Und wenn das irgendwie mehr als eine Bildschirmseite sind, irgendwie mehr als 100 vielleicht, bei dem einen sind es 100, bei dem anderen sind es 1000, aber spätestens, wenn es in die Millionen geht, ist irgendwie vorbei, damit sinnvoll zu arbeiten. Ich glaube, also ich habe lange mit den Historikern an der Uni gearbeitet, bei denen sagten sie, glaube ich, immer so, bei 5000 ist absolut Schluss, dann ist da von Hand nichts mehr zu machen, da muss man da irgendwie mit Tools ran. Und da bin ich vor einiger Zeit fündig geworden, ein Open-Source-Tool namens OpenRefine, mit dem man genau solche riesigen Datenbestände total gut bearbeiten kann. Und das Ganze taucht bei unserem Verein natürlich auch, also diese großen Datenmengen tauchen auch auf, schon nicht nur die großen, auch schon die kleinen. Und selbst 100 Sachen irgendwie jede Zeile ändern zu müssen, ist irgendwie nervig. Da freut man sich über jede Automatisierung. Und genau das kann OpenRefine. Und OpenRefine kann auch mit unseren 8,5 Millionen Einträgen aus der Verlustliste umgehen, die man ja noch nicht mal in LibreOffice oder Excel öffnen könnte, weil es immer so viele Spalten sind. Das kriegt man mit OpenRefine hin. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen, weil das einfach eine wirklich schicke Geschichte ist. Das ist einmal die OpenRefine-Seite, die ist relativ schlicht gehalten. Hier findet man also die Download-Möglichkeiten. Es gibt das für alle möglichen Systeme zum Download. Eben gibt es für Windows zwei Pakete, je nachdem, ob man schon Java auf seinem Rechner hat oder noch nicht. Gibt es hier ein kleineres und ein bisschen größeres Paket. Und es gibt dann auch für Mac und für Linux, wo ich jetzt unterwegs bin, gibt es da auch was. Insofern kann man damit ganz gut arbeiten. Der Witz bei dem OpenRefine ist, es ist zwar ein Programm, was lokal läuft. Das heißt, niemand kommt an die Daten ran, die ich da verarbeite. Also man kann da auch irgendwie sensible Daten und auch personenbezogene Daten ganz problemlos verarbeiten, weil das immer auf meinem Rechner passiert. Da muss man also keine Bedenken haben, dass man das jetzt irgendwie Google Docs oder irgendwo hochlädt und dann wird gleich kopiert. Das passiert also alles tatsächlich lokal. Aber der Witz ist, man arbeitet trotzdem im Browser damit. Das ist also ein bisschen, ist zwar ein lokales, ist sozusagen lokal ein Server gestartet und den verwendet man dann ganz normal mit seinem Browser. Das ist vielleicht so ein bisschen vom Denken her erstmal ungewohnt, aber bleibt tatsächlich auf der lokalen Maschine. Da fließt nichts ins Internet, auch wenn man es eben im Browser bedient. Und wenn man das jetzt startet, das Ganze, dann kriegt man angezeigt, bitte klicken Sie jetzt hier, um die Seite zu öffnen. Man sieht hier schon, diese Internetadresse ist doch eher komisch, irgendwie 000, das ist eben der lokale Rechner hier, und dann Port 33. Da muss man sich aber nicht so drum scheren, wie das hier genau aussieht. Aber man sieht schon, das ist keine normale Internetadresse, die man auch ansurft. Das ist einfach ein Programm auf seinem normalen Rechner. Und dann öffnet sich eben erst diese erste Seite hier, wo man jetzt gleich eine Datei öffnen kann. Man kann das Ganze auch auf Deutsch umstellen. Es gibt hier die Language Settings. Es startet erstmal auf Englisch. Man könnte jetzt hier auf Deutsch umstellen. Dann sagt er, er startet einmal neu. Dann wird es auf Deutsch gemacht. Dann lädt ihm diese Seite neu. Und dann ist eben alles auf Deutsch. Da ich bisher damit aber immer nur auf Englisch gearbeitet habe und all meine ganzen Notizen hier auch für das Englische sind, mache ich das jetzt hier für das Vorstellen, mache ich das auch auf Englisch, weil ich sonst fürchte, dass ich erst irgendwie suchen muss, wie das auf Deutsch übersetzt wurde, dass ich die Menüpunkte auch wieder finde. Aber die Funktion gibt es natürlich in beiden Sprachen. Genau, und jetzt geht es eben los. Man lädt erstmal eine Datei da hoch. Die wählt man aus, die man bearbeiten möchte. Da habe ich jetzt heute was vorbereitet, tatsächlich aus unserem Bereich. Und zwar ist das eine Datei, man sieht auch gleich, wenn man sich auf Next klickt, eine erste Vorschau. Dann bietet er sie einem an, der analysiert das und versucht rauszukriegen, worum das da geht. Und hat jetzt ja auch schon was gefunden. Es ist also eine Datei mit unseren Adressbüchern, die wir im Genwiki haben. 11.000 Zeilen, das macht schon von Hand nicht mehr so Spaß. Was noch weniger Spaß macht, das Ding hat irgendwie, ich weiß nicht, 100 Spalten oder sowas. Also es ist wirklich nicht mehr schön damit zu leben. Dann hat also das OpenRefine jetzt hier schon versucht zu interpretieren, was es da findet, hat also rausgekriegt, es ist eine CSV-Datei, also eine strukturierte Textdatei, das ist auch genau richtig. Und macht jetzt hier unten auch Vorschläge. Und ich würde sagen, der Fehler hier, also richtig erkannt ist Tab. Ich glaube, der Fehler ist, dass er sagt, meine Spalten wären alle durch Anführungszeichen getrennt. Das ist, glaube ich, genau, das sieht jetzt gut aus. Da kriegt man so eine kleine Vorschau, ob das passt, ob hier irgendwie tabellarische Daten sind. Und das sieht tatsächlich gut aus. Insofern kann ich jetzt sagen, ja, das ist den Namen, man kann den linken Namen geben hier, aber für heute kann es erstmal Bibliografie. Adressbücher, gebe ich dem Ding einen Namen und drücke jetzt auf Create Project.
Jetzt wird die Datei geladen in das Programm rein und umgesetzt. Und genau, jetzt sehen wir, jetzt funktioniert sie auch schon. Und wir sehen eben schon hier, 11.000 Zeilen sind jetzt hier geladen worden. Und wir kriegen eine Vorschau, das kann man hier oben einstellen, wie viele Zeilen wir sehen wollen. Im Moment werden 10 Zeilen uns angezeigt. Und das könnte man aber größer schalten, dass man da mehr auf einmal sieht. Der Witz ist aber, man bearbeitet in OpenRefine nicht einfach die Tabelle, so wie man es klassisch kennt, hier irgendwie. Ja, man kann da auch reinklicken und eine Zeile bearbeiten. Das macht man aber typischerweise nicht, sondern man arbeitet immer mit Filtern. Und das kann ich mal zeigen an dem Beispiel hier des Erscheinungsortes. Da kann man jetzt also diese Spalte Erscheinungsort draufklicken und eine sogenannte Facette draufsetzen. Das heißt jetzt hier Text Facet. Jetzt analysiert er das und kriegt raus oder gruppiert alle Zeilen, wie oft in dieser Spalte Erscheinungsort ein Text drinsteht. Das ist hier alphabetisch sortiert, geht hier los mit so diversen Sonderzeichen. Ja, das müssen wir vielleicht mal aufräumen. Aber sehen jetzt hier eben schon, wenn man hinter den Sonderzeichen wegblättert, dann sehen wir schon, ah ja, Aachen, 64 mal Aachen sehen wir hier. Wenn man draufklickt, dann kriegen wir jetzt genau die Orte, bei denen hier als Erscheinungsort Aachen ist. Wir haben also unsere Zeilen gefiltert. Wir sehen insgesamt gibt es 1030 verschiedene Werte und wir sehen jetzt im Moment nur Aachen. Ich kann mal was anderes machen, um zu zeigen, dass auch wirklich was anderes ist. Nehmen wir hier mal Görlitz. Wenn ich da drauf klicke, dann ist eben Aachen hier verschwunden und wir sehen nur die Zeilen mit Görlitz. Genau, da kann man also über diese Facetten auch ganz problemlos filtern. Man kann sich das auch nicht, wenn wir es nicht alphabetisch sortiert haben, sondern kann man auch nach Anzahl sortieren. Dann sehen wir schon, Berlin ist hier der häufigste Erscheinungsort, der kommt 265 Mal vor, dann kommt Hamburg 183 Mal, Köln 138 und so weiter. Das ist schon mal eine ganz schöne Sache, um da einen schnellen Überblick zu kriegen, was für Daten sind da drin. Also in diesem Fall, aus was für Orten kommen diese Bücher. Das könnte man aber genauso gut sich vorstellen für Familiennamen, dass man schnell so eine Tabelle sieht und eine Übersicht kriegt, um welche Familien geht das da dran. Wenn man jetzt ganz genau hingeguckt hat bei Aachen, sehen wir Aachen. Und jetzt steht hier, Aachen ist 64 Mal da. Ja, und das nochmal Aachen, dreimal. Da ist nochmal Aachen. Das ist ja eine ganz komische Geschichte. Was ist das denn? Und wenn man noch genauer hin, ich drücke hier mal auf Bearbeiten, dann sieht man das, dass hier Aachen und das Blaue geht noch ein bisschen weiter. Hinter dem Aachen ist nämlich ein Leerzeichen. Und das ist nämlich so ein typisches Problem, was man in solchen Tabellen hat, die, selbst wenn nur eine Person daran gearbeitet hat, man kann es quasi nie ganz verhindern, dass da irgendwie Leerzeichen reinrutschen, davor, dahinter. Und das ist für den Computer jedes Mal was anderes. Also weil der Computer, für den sind das einfach eben nur einzelne, selbst noch nicht mal Zeichen, sondern einfach Zahlencodes, die hintereinander stehen. Und da ist eben dieser Zahlencode für ein Leerzeichen. Weiß der Computer erstmal nicht, dass uns das jetzt egal ist als Mensch. Und das ist das Schöne, wir können an dieser Stelle jetzt einfach das löschen und sagen hier Apply, also anwenden. Und dann werden jetzt, das haben wir oben gerade, hier sieht man es in gelb, er hat also automatisch drei Zellen, wir haben eine Änderung gemacht, aber automatisch sind drei Zellen geändert worden, nämlich überall, wo Aachen Leerzeichen war, und hat er das jetzt zusammengeführt. Und wir sehen jetzt, hat eben Aachen schon 67 Einträge. Genau, hier ist nochmal einer, da wird wieder sowas sein. Genau, hier sind sogar zwei Leerzeichen hinter Aachen. Auch das können wir hier wieder korrigieren. Ja, jetzt haben wir schon 68 Mal Aachen gefunden. So, aber es geht ja heute um Automatisierung. Das alles von Hand zu korrigieren in über 1000 Einträgen, nee, das macht keinen Spaß, das will man auch nicht und das muss man nicht. Weil das ein so typisches Problem ist, gibt es hier die Möglichkeit, das ist schon eine Transformation, die eben so häufig ist und deshalb können wir hier sagen, wir gehen auf diese Spalte Erscheinungsort, das funktioniert genauso mit jeder anderen Spalte, und wir sagen, wir wollen jede Zelle bearbeiten und wir wollen eine Common Transform machen, also eine übliche Umformung. Und wir finden sie gleich hier oben, auf Englisch Trim Leading and Trailing Whitespace, also entferne oder stutze zurecht die führenden und die folgenden Leerzeichen. Und wir können jetzt, ich wende es gleich mal drauf an, jetzt müssen wir uns einmal die Zahl hier oben links merken. Wir haben bisher 1028 verschiedene Einträge noch. Jetzt drücke ich drauf, jetzt sollten es weniger werden. Ne? Das war tatsächlich schon gut. Wir hatten offenbar keine von den Problemen mehr drin. Okay, wir gucken mal, es gibt noch eine weitere typische, hat er oben gesagt, das auch, er hat kein so ein Problem gefunden. Es gibt noch so eine weitere typische Transformation, nämlich Leerzeichen da drin. Ich glaube, das ist auch kein Problem, aber wir probieren das mal, was da jetzt passiert. Nee, da hat er auch keinen gefunden. So ein Problem haben wir auch nicht. Okay, das... Ist das vielleicht, weil du schon nach Görlitz gefiltert hattest? Ja, genau. Das heißt, das ja, hast du... Gut, danke. Danke für den Tipp. Genau. Für die Filterung. Genau, wir arbeiten nämlich nur auf den, ja, vielen Dank für den Tipp, genau. Wir arbeiten nämlich nur auf den Einträgen, die wir gerade gefiltert haben. Super Tipp, genau. Ich musste diesen Filter wieder rausnehmen, habe also jetzt hier eben auf Filter Görlitz entfernen und jetzt mache ich das nochmal, jetzt soll es hoffentlich funktionieren. Also nochmal die Common Transformation, das Trim. Ja, eine hat er gefunden.
Ich muss auch sagen, die habe ich von Hand eingebaut, damit wir die Fehler hatten. Aber es war tatsächlich schon ziemlich gut bei uns. Ich glaube, das Programm, mit dem ich diese hier aus dem GenWiki extrahiere, macht das schon. Aber den hier, der könnte nochmal klappen. Also die doppelten Leerzeichen rausnehmen. Ja, an einer Stelle. Immerhin, eine Stelle hatten wir schon. Okay, wir haben die ganzen schon. Also wir sehen jetzt, genau, das ist eine Besonderheit, was aus dem GenWiki kommt, dass wir hier diese komischen eckigen Klammern haben. Und wir sehen auch noch so andere Probleme, also das haben wir bei Aachen gesehen. Das sind so Fälle, also eigentlich sollte nur der Erscheinungsort rein, aber hier haben Leute anscheinend manchmal auch den Verlag dann auch mit reingemogelt. Oder wir finden hier Allenstein, da hat einer Allenstein Ostpreußen geschrieben. Das finden wir, also, dass es so ähnlich geschrieben ist oder so, Zeilen, die eigentlich zusammen müssten. Das könnten wir auch wieder jetzt hier von Hand machen. Bei Ansbach sagen wir, da soll nur der Erscheinungsort rein. Und wir machen das so von Hand. Entsprechend ist jetzt hier Ansbach auch zu zwei geworden. Aber auch das kann das OpenRefine total praktisch am Stück machen. Das nennt sich hier Clustern. Und jetzt versucht, also wir hatten eben schon unsere Reihen zusammengefasst in diese Gruppen, die wir hier gesehen haben. Also aus den 11.000 Zeilen wurden diese 10.000 Auswertungen. Und jetzt sagen wir nochmal, such mal Sachen, wo das so ähnlich ist. Also wo vielleicht ein Zeichen verdreht ist, wo irgendwie ein Zeichen mehr ist, ein Zeichen weniger. Und das sehen wir hier sehr schön. Wir haben also jetzt hier, hat das Programm gefunden, dass das Osterode Ostpreisen dreimal vorkommt und jedes Mal so ein bisschen anders geschrieben. Hier sehen wir also zwischen dem ersten und dem zweiten, da ist das Komma anders. Hier ist nochmal die eckige Klammer drum und es macht einen Vorschlag, wie das neu geschrieben werden sollte. Aber ich sage, nee, mir gefällt eigentlich das zweite hier besser mit der Kommaschreibweise und das will ich akzeptieren. Und genauso hier unten, auch da gibt es irgendwie keinen klaren Sieger. Jeder kommt einmal vor. Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt auch nicht, welcher hier der richtige ist. Und dann lassen wir den vielleicht mal so. Aber hier bei Halle Saale, da sehen wir also 61 Mal wurde das mit diesen eckigen Klammern geschrieben und es wurde ein paar Mal ohne eckige Klammern geschrieben. Da könnten wir also sagen, wir wollen nicht den, der häufigste wäre zwar mit eckigen Klammern, wir wollen den haben. Und hier bei Bayreuth nehmen wir dann diesen hier und so weiter. Und dann kann ich sagen, okay, das soll jetzt zusammengefasst werden und er soll nochmal neue suchen nach Clustern. Das macht jetzt, da sehen wir schon hier oben, die Zahl hat sich reduziert auf 1018, wir haben also wieder einige reduziert und das ist eben jetzt hier sehr schön zusammengeschrumpft auf deutlich weniger Einträge. Jetzt müssen wir einmal gucken, wir haben jetzt gesehen, diese eckigen Klammern sind immer so ein Problem, die wollen wir eigentlich wegmachen und auch das geht am Stück. Wir können natürlich jetzt hier beigehen und jeden von Hand machen. Ja, ich könnte also hierher gehen und sagen Aachen und ja, mach das so weg. Das würde funktionieren, ist aber natürlich super mühsam. Deshalb kann man das eben auch hier automatisch machen. Wir sagen, wir wollen eben alle unsere Zellen alle am Stück verarbeiten. Wir müssen erstmal einen Filter machen. Und wir müssen nämlich sagen, genau, wir müssen erstmal diese problematischen Zeilen erstmal alle raussuchen. Wir wollen nicht überall vorne was wegschneiden. Wir wollen ja nur das bei denen machen, wo vorne so eine Klammer ist. Und da sagen wir, wollen jetzt also unsere Zellen bearbeiten und wollen davon. Das war einer zu viel. Wir wollen vorne zwei abschneiden. Genau, wir wollen vorne zwei abschneiden, aber wir sehen jetzt eben hier schon den Vorschlag, dass er eben jetzt diese zwei weggemacht hat. Da drücken wir mal drauf und entsprechend hat er uns jetzt den Ort so umgeschrieben. Jetzt sehen wir, ach, ärgerlich, diese eckigen Klammern kommen auch noch da drin, also mittendrin vor. Das ist natürlich auch doof. Dann müssen wir das nochmal anders filtern. So. Und wir können aber das noch eine andere Filterung machen, indem wir sagen, wir suchen nämlich nach, ich zeige es einmal der, also es gibt eben nicht nur diese Teil, wir machen einen Teil, also schneiden bei einer bestimmten Position ab, wir können es auch was ersetzen, das Replace heißt auf Englisch, und wir wollen immer, wenn eine doppelte Klammer kommt, dann wollen wir die durch nichts ersetzen, und dann können wir das auch gleich hintereinander schreiben, wir wollen auch die schließenden eckigen Klammern durch nichts ersetzen, jetzt gucken wir uns mal die Vorschau an. Aus dem München hier mit diesen inneren eckigen Klammern ist es hübsch geworden. Und auch unsere schließenden hier sind verschwunden. Das können wir so übernehmen. Und jetzt muss ich auch noch diesen Filter hier wegmachen, denn wir haben eben schon wieder zu viel gefiltert. So, machen wir unsere Transformation nochmal. Und wir können nämlich auch bequem jetzt hier zurückgehen, was wir als letztes gemacht haben. Also was haben wir schon mal für Ausdrücke verwendet, für Anweisungen. Wir sehen eben diesen Ersetzbefehl, den holen wir uns einfach wieder zurück über Reuse. Und wenden den jetzt nochmal an. So, und das hat jetzt richtig geholfen. Wir sehen nämlich, wir sind runter bei 885 verschiedenen. Es ist noch ganz wenig übrig geblieben hier bei Bernburg und Gera. Das mache ich eben von Hand.
Dann repariere ich die mal. Den Filter können wir schon wieder ganz wegnehmen. Auch unser Gera repariere ich nochmal. Darf ich mal was fragen? Ja, klar. Du hast doch eben einmal zum Beispiel bei Aachen, da war ein Verlag angegeben, den hast du weggemacht. So, jetzt ist natürlich der Verdacht, dass der Schreiber den Verlag eben da, wo er hingehört, Verlag nicht hingeschrieben hat. Das heißt, du hast ihn jetzt gecancelt, aber jetzt steht unter Verlag ja vermutlich gar nichts. Du hättest ihn ja eigentlich versetzen müssen, oder? Genau, eigentlich hätte ich das so machen müssen. Ich wollte es nur für dieses Beispiel zeigen. Also da steht normalerweise, mit den Kommas wäre besser gewesen. Das in dem Fall tatsächlich wollte ich jetzt nur die Orte zeigen. Da müsste man natürlich gucken, dass man da keine Informationen dadurch verliert, weil es in der falschen Spalte steht. Insofern war das jetzt ein blödes Beispiel. Der war so verlockend. Stand er da, okay. Ist tatsächlich der mit dem Komma oder mit dem Schrägstrich, ist eigentlich besser. Aber es ist tatsächlich eher für Massen, also es würde auch funktionieren, genau. Wenn wir gerade so ein Muster finden, wir werden dann noch in einem Beispiel das sehen, wo es solche Muster gibt, wo man das immer versetzen muss, das geht tatsächlich auch ziemlich gut. Genau, jetzt können wir mal weiter gucken, wir sind runter bei 884, ich drücke mal auf Clustern, jetzt wird es nämlich viel spannender. Jetzt sehen wir nämlich hier unten, ich blätter mal so ein bisschen durch, hier zum Beispiel Stolp in Pommern, ach ja, da ist einmal ein Punkt darunter, genau, jetzt können wir sagen, okay, wir wollen die beiden zusammenfassen, aber eigentlich gefällt mir das gar nicht. Eigentlich will ich da stehen haben, Stolp und Pommern. Das geht auch. Wir können also sagen, wir wollen gar keinen von denen haben, aber soll sie trotzdem zusammenfassen. Hier bei Neumark in der Oberpfalz, ja, wollen wir vielleicht, das lassen wir so bei Oldenburg. Ehrlich gesagt weiß man das natürlich nicht, ob es das wirklich dasselbe ist. Deshalb wollen wir die mal nicht clustern und die wollen wir zusammenfassen. Es gibt tatsächlich auch noch mehr Möglichkeiten, diese ähnlichen zu finden. Da gibt es zum Beispiel hier nach Kölner Phonetik, das ist so etwas Phonetisches. Das funktioniert hier nicht so gut bei den Ortsnamen. Ja, obwohl hier vielleicht schon man kann es erahnen, Koblenz und Koblenz hat er erkannt, aber Gablonz ist einfach zu weit weg. Das funktioniert bei Familiennamen, also hervorragend, die irgendwie gerade nur so buchstabiert wurden. Oder hier Mönchengladbach, Mönchengladbach, das ist halt die alte Schreibweise. Das funktioniert ganz gut. Man kennt es, es funktioniert Bozen und Posen, ja, das hört sich einfach ähnlich an und Bautzen kann man auch noch. Aber das würde uns jetzt hier nicht weiterhelfen, sondern hier wäre vielleicht besser, wir nehmen den, das heißt Levenstein-Distanz, den Informatiker wird das was sagen, das sind die Wörter, die um einen Buchstaben, also in dem Fall, weil ich jetzt hier eins eingestellt habe, um einen Buchstaben abweichen, das ist meistens auch sehr hilfreich, jetzt gut Harburg und Marburg und Warburg, da ist es falsch, aber hier bei Koblenz, da ist es richtig und da können wir sagen, also alle Koblenz wollen wir zusammen zu dem schreiben. Und hier ist zum Beispiel Berlin-Steglitz, da hat irgendwie einer sich vertippt. Das muss natürlich Berlin-Steglitz heißen. Mühlheim an der Ruhr, da mit Leerzeichen schreiben. Also das ist ziemlich praktisch, um solche Sachen auszubessern. Natürlich wieder aufpassen, Frankfurt an der Oder, Frankfurt am Main unterscheiden sich eben nur an einem Buchstaben. Hier hat zum Beispiel einen ganz großen Blödsinn eingetragen, hat irgendwie gleich das Jahr noch mit reingeschrieben. Hier sind es verschiedene Trennzeichen. Also kann man ganz gut sich da durcharbeiten. Auch hier sind Tippfehler drin. Und das dann nochmal neu clustern lassen, um eben so dann passend wenige Einträge zu kriegen, dass man das eben hier reduzieren kann auf möglichst einheitliche Schreibweise. Genau, dann nehme ich einmal das Cluster hier wieder raus zum Erscheinungsort und noch eine weitere Facette zeigen, und zwar ist es dieses Erscheinungsjahr. Und das ist ja eigentlich eine Zahl. Und deshalb würde man sagen, ich will mal sehen, aus welchen Jahren habe ich eigentlich Bücher? Also was ist mein Ältestes, was ist mein Jüngstes und vielleicht in welchem Jahr ist denn das Häufigste? Und dann würde ich jetzt eine numerische Facette, also eine Zahlenfacette drauf machen, und das wird jetzt nicht gehen. Erstaunlicherweise, glaube ich zumindest. Genau. Er sagt, es geht nicht. Da ist keine Zahl. Warum ist denn keine Zahl? Da ist doch eine Zahl. Das war 1949. Ja, für uns Menschen. Weil wir das interpretieren. Für den Computer ist da eine 1, eine 9, eine 4 und eine 9. Irgendwelche Zeichen könnten genauso Buchstaben sein. Der Computer weiß nicht, dass da eine Zahl sein soll. Aber auch deshalb müssen wir es dem sagen. Und wir sagen, wir wollen diese ganze Zelle umformen und wir wollen sagen, alles, was du da findest, mach in eine Zahl. Jetzt legt er los und hat jetzt hier gut 10.000 Zeilen umgeschrieben und wir sehen, jetzt ist es nämlich grün, jetzt hat der Computer das als Zahl erkannt. Und jetzt geht unser Filter, den wir wollten, unsere numerische Facette und wir sehen genau das, was ich eben hier mir erhofft hatte zu sehen, nämlich ein schönes Histogramm, in dem wir jetzt hier auch noch den Wertebereich so einschieben können. Also wir sehen hier diese Spitze, bis 1940 haben wir sehr viel verzeichnet, darunter wird es dann dünn. Also erkennen wir hier, da wird dieser blaue Berg kleiner. Und wir können zum Beispiel sagen, wir wollen mal gucken, was haben wir denn hier im Bereich von, jetzt fehlt er da schon, was haben wir denn hier im Bereich von 1920 bis 1940? Jetzt fehlt er, dann sehen wir, 3000 Bücher haben wir da in dem Bereich und kriegen jetzt eben genau die hier angezeigt, dass wir die jetzt uns angucken können.
Genau, dann schiebe ich das mal wieder auf. Ja, also wir wollen wieder alle sehen. Und vielleicht fällt auf, ja, er hat gesagt, das sind 10.000 umgesetzt worden. Wir haben noch 11.000, wie kommt denn das? Und das gibt's nämlich, sind nämlich diese Felder, das sieht man hier runter. Wir sehen also, es sind 10.608 Zeilen erkannt worden, die wirklich numerisch sind. Es sind 533 leere. Ich kann mir die mal zeigen lassen. Ich nehme mal was da übrig bleibt. Ja, es gibt offenbar Bücher, und das sieht man jetzt hier eben sehr schön und sehr schnell. Es gibt also offenbar Bücher, bei denen das Ja nicht ausgefüllt ist. Schlecht für diese Filterung, weil das einer hier mit in den, das hat einer hier in den Titel mit reingeschrieben, ist für unser Filtern eben nicht schön, aber wir sehen eben am Stück hier gleich unsere, genau die Zeilen, die davon betroffen sind, und können die jetzt eben entsprechend bearbeiten und das entweder hier rausholen oder von Hand nochmal eintragen. Genau, die können wir sehr schnell filtern. Aber wir sehen auch noch ein weiteres Problem, dieses hier. Was ist denn da drin? Ehrlich gesagt sehe ich bei dem kein Problem. Ach, das Erscheinungsjahr. Ah ja, also bei dem Erscheinungsjahr ist offenbar was mit eingetragen worden. Da wollte irgendwie einer, vermutlich ist die Tabelle im Genwiki kaputt gewesen. Das muss 1906 sein, das können wir jetzt hier leicht reparieren und sagen, das ist eben eine Zahl. Und haben jetzt eben dieses Problem auch schnell finden, also erstmal vor allem finden, das ist bei 11.000 Zeilen ja gar nicht so leicht. Und konnten das jetzt eben auch leicht beheben und haben da tatsächlich eine Zahl drin. Genau, ach, guck mal, ob ich noch eine weitere Zahlenspalte finde. Ja, hier finde ich noch eine schöne Spalte. Nummer in Datenbank, ich mache den mal wieder weg, den Filter. Nummer in Datenbank, das sollte auch eine Nummer sein. Das können wir jetzt eben hiermit leicht überprüfen. Wir sagen also erstmal wieder, wandeln wir alle in Zahlen um. So, dann machen wir unsere Zahlenfacette da drauf. Und ja, das sieht gut aus. Wir haben 433 Zahlen gefunden, keine Nichtzahl und viele leere, die wir eben noch nicht erfasst haben. Auch das hat gut funktioniert. Das sieht auch ganz schön aus. Dann gucken wir nochmal ein anderes, nochmal so eine Textfacette an. Bei fertig hätte ich jetzt gedacht, da steht vielleicht Ja und Nein drin. Gucken wir mal schnell. Das ist ja viel spannender, als ich dachte. Also bei fertig steht offenbar manchmal auch sowas da drin. Das hat da ja nun gar nichts zu suchen. Klicken wir drauf, sehen sofort, was das Problem da ist. Okay, da ist anscheinend schon bei dem Export aus dem Genwiki so viel Achso, das ist eben so ein Teil erfasst. Also das gehört da jemals gar nicht rein. Das müssten wir uns dann nochmal angucken im Detail. Aber jetzt für uns haben wir eben da so einen Fehler gefunden. Dann sehen wir Ja und Nein. Ist offenbar sehr unterschiedlich geschrieben worden. Die meisten haben Ja klein geschrieben. Es gibt ein paar, die das J groß schreiben. Es gibt auch welche, die das A groß schreiben. Aber das können wir ja ganz leicht wieder mit dem... Warum will er nicht? Achso, weil ich den Filter drauf habe. Den muss ich wieder zurücksetzen. Genau. Da sieht man immer, wenn da was so fett und orange ist, dann hat man den Filter drauf. Aber da nehmen wir unser Cluster und der hat natürlich erkannt, alle Ja's sind in Wirklichkeit 1. Das soll er zusammenfassen in ein Ja. Ich drücke drauf und jetzt sind eben die entsprechend zusammengefasst worden und wir können eben leicht unsere 414 fertigen Bücher uns angucken. Gut, das war sozusagen der Teil zum Filtern und zu diesen Facetten. Ich würde sagen, wir machen einmal dazu gleich Fragen und nochmal rück, vielleicht soll ich weiter erzählen soll, bevor ich mich mit dem nächsten anfange. Es gibt mir auch eine Möglichkeit, wenn wir so eher unstrukturierte Daten haben, wie wir die in eine schicke Tabellenform reinkriegen. Das kann man mit OpenRefine auch machen. Aber vielleicht meistens mal an dieser Stelle die Chance, da auf Fragen einzugehen. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich da auf einer Gitcom-Datei einlesen kann. Ja, das müsste gehen. Und zwar, also zumindest, also wenn man richtig mit Rom-Gitcom sozusagen arbeiten will, würde man die eintragen, also die Zahl, das Level, das Tag und die Inhalte. Da könnte man zumindest schon mal ganz schnell so solche Sachen machen wie, gib mir mal alle Namen, die da drin vorkommen. Das müsste tatsächlich funktionieren. Ich habe selbst noch nicht gemacht, aber das sollte tatsächlich gehen. Kann man auch mit Get-Tool umwandeln. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Mit Get-Tool in eine Excel-Tabelle übertragen und dann müsste es gehen, ne? Genau, dann wird es in jedem Fall gehen, aber möglicherweise geht das eben tatsächlich schon, hier drin wäre es eben sehr erstmal rudimentär, weil das Programm selbst kennt eben Getcom nicht, wo ich mal gucken muss, ob das wirklich stimmt. Man ist manchmal verblüfft, wo überall Getcom schon
wo GetCom schon eingelesen werden kann. Aber in jedem Fall, wenn man es vorbearbeitet, dann wird's in jedem Fall funktionieren. Er kennt tatsächlich GetCom noch nicht so als solches. JSON kann man da einladen, aber irgendwas anderes müssen wir vorbearbeiten oder man trennt es eben tatsächlich auch über die einzelnen Bestandteile einer GetCom-Zeile auf. Wenn man die jetzt mit diesem Get-Tool in Excel eingelesen hat, dann kann man die Excel-Tabelle aufrufen oder wie geht das? Genau, man kann da auch Excel-Tabellen drin importieren oder würde es aus Excel eben einmal als CSV, ja, aber man kann direkt die Excel-Tabelle, also man muss keinen Umweg mehr gehen, man kann direkt die Excel-Datei da drin aufmachen und dann eben die ganzen Filter und Massenbearbeitung anwenden. Gibt es eine Zeilenobergrenze? Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist die so groß, dass man sie nicht erreicht. Also das größte Problem ist oder der Speicherplatz. Also man kann dem Ding unglaublich viel Speicherplatz geben. Also ich habe tatsächlich 8,5 Millionen der Daten der Verlustliste da schon reingeladen. Das ging, das braucht dann irgendwie, also standardmäßig gibt er dem, glaube ich, 1 GB nimmt er sich. Man kann aber dann Parameter das hochsetzen. Wenn man dem genug Speicher gibt, gibt bestimmt irgendwo eine theoretische Obergrenze, aber ich glaube, die ist tatsächlich eher so theoretisch. Also früher hätte ich mir sowas geskriptet, sowas rausfiltern von solchen Problemen. Muss man nicht. Ist mit wirklich wenigen Klicks haben wir mal gesehen, wie ich diese Fehler da in diesen Spalten finde. Es ist so bequem, das damit zu machen. Und also das kann ich gleich kurz mal zeigen. Ich teile mal mit. Es gibt nämlich noch was, das wollte ich jetzt heute gar nicht. Ich zeige nicht, wie es wirklich funktioniert, aber dass es das gibt. Wenn man nämlich hier öffnen möchte, gibt es nämlich hier die Möglichkeit, man kann sogar direkt eine Datenbankverbindung öffnen. Also man kann tatsächlich seine Datenbanktabelle hier öffnen und die dann so massenverarbeiten. Das ist natürlich auch eine ganz schicke Sache. Das wird bei uns interessant, könnte interessant sein, wenn wir unsere Adressbücher, aber noch bei den Familienanzeigen, da ist auch so eine sehr, sehr heterogene Datenstruktur, sehr heterogen ausgefüllte Zeilen. Da könnte es interessant sein, dass wir tatsächlich hier einfach schnell auf die Datenbank zu kommen. Das wäre für Helga jetzt ideal zum Kontrollieren, sich direkt mit der Datenbank zu verbinden und dann das da drin bequem filtern zu können. Das heißt, hier könnte ich auch jetzt eine Microsoft Access Datenbank auswählen und die Änderungen... Das wird nicht. Also ich weiß nicht, ob es unter Windows anders geht, aber hier sind natürlich jetzt die klassischen Linux, Unix, okay. Open Source Datenbanken drin. Aber die Änderung würde dann in der Datenbank dann stattfinden, wenn du Änderungen durchführst durch deine Filter oder sonst was. Die findet dann in der Datenbank statt. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man nicht schreiben kann, also wenn man nur lesen kann, ob man kann diese Auswertung machen, aber ob man, ja, das müsste gehen, solange man nicht zurückschreibt. Ich weiß ja, was passiert, also wenn man nur Leserechte hat und dann versucht zu bearbeiten, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das wäre das Interessante, wenn ich Inhalte von der Datenbank direkt damit bearbeiten kann, ne? Ja. Ohne jetzt den Umweg zu wählen, erstmal ein CSV zu exportieren und nachher wieder zu importieren. Also ich rede bei uns von 4,5 Millionen Datensätze, deswegen interessiert mich das. Also die Menge ist kein Problem. Ich weiß halt nicht, ob mit dem Zurückschreiben, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich habe bisher nur da lesende Auswertung gemacht. Ja, ich könnte eine Mail schicken. Ja, genau. Gut, dann würde ich zum nächsten Thema kommen. Das Aufbereiten, das ist, glaube ich, auch ein ganz typischer Fall, dieses Aufbereiten von Daten. Das sehen wir im GenWiki auch immer. Da habe ich leider jetzt kein Beispiel aus unserer echten Praxis. Ich habe ein anderes Beispiel, was ich bei Wikipedia gefunden habe, weil das auch so hübsch ist. Das funktioniert bestimmt auch bei vielen unserer GenWiki-Artikeln, wo letztlich strukturierte Daten im Moment sehr ungünstig oder für eine maschinelle Weiterverarbeitung ungünstig in Textform aufgeschrieben wurden. Das kann man nämlich wirklich sehr, sehr schön hiermit auch umformen. Alle, die im GenWiki schon mal gearbeitet haben, die werden das wiedererkennen. Das ist die typische MediaWiki-Syntax, die man da hat. Ja, das ist irgendwie erahnen, dass irgendwie muss da eine Tabelle hinter sein. Also man sieht immer so, da sind irgendwelche Jahreszahlen, hier sind irgendwelche Namen. Ja, irgendwie eine Tabelle, aber die ist ja ganz komisch. Das ist ja Text. Das ist ja klar, das war mal gemacht, damit ein Mensch das lesen kann. Ich werde jetzt mal wieder in meinen Browser zurückwechseln. Das war so die Datei, die wir da gucken wollen. Ich zeige einfach, ich gehe mal bei uns ins GenWiki in unseren Sandkasten und zeige einmal, wie es aussieht, was da passiert, was das wie so eine Wiki-Seite aussehen würde. Mal kurz anmelden. So, naja, füge ich das da einmal ein. Gucken wir mal, was wir da haben. Und dann sieht man schon,
Ah, okay. Ja, das ist irgendwie für Menschen gemacht. Man sieht hier eben so eine Auflistung. Es geht um indische Schauspielerinnen. Das ist dieses Beispiel, was man da hatte. Aber eigentlich wollen wir die eben lieber in einer Tabellenstruktur haben und eben nicht so als Text, sondern wir wollen die auch sortieren können und vielleicht gucken, wer taucht in mehreren Filmen auf und was für Filme tauchen da auf. Da ist diese Form jetzt nicht so praktisch, aber das ist eben tatsächlich das, was wir auch viel im GenWiki finden. Und eine solche Textdatei wollen wir jetzt versuchen, schön zu machen mit OpenRefine. Und dann laden wir jetzt erstmal diese Datei rein, Schauspielerin. Und laden die jetzt, mal gucken, was der Vorschlag ist. Naja, er hat schon erkannt, dass es irgendwie nicht zerlegt ist. Es wird einfach nur eine Spalte, das ist schon mal gut. Leere Spalten, leere Zeilen, ne, die können wir sparen, die sollen wir gleich wegmachen. Das ist dieser Haken hier. Insofern haben wir jetzt einfach untereinander einmal die ganzen Zeilen, die wir da haben. Und das nennen wir mal Schauspielerin. Genau, der Name ist schon ganz gut. Dann machen wir jetzt unser Projekt raus. So, und jetzt wollen wir, die erste Sache, was eigentlich überflüssig ist, ist, ich zeige mal mehr an als nur 10, damit man sehen kann, ist immer diese Jahrzehntüberschrift. Die ist eigentlich total überflüssig, die brauchen wir nicht, die kann weg. Und deshalb wollen wir die rausschmeißen. Das heißt, wir machen erstmal einen Textfilter und suchen eben genau diese Dinger, die drei Leerzeichen da haben. Das sind diese Überschriften und die wollen wir wegtun. Und das geht ganz einfach, nämlich eben hier vorne über diese erste Spezialspalte, da wo diese Sternchen und Fähnchen sind. Und da gibt es dieses All und dann sagen wir, wir wollen in Zeilen bearbeiten und wir wollen diese Zeilen, alle die jetzt matchen, also alle die jetzt, die unsere Suche ergibt, die wollen wir rausschmeißen, remove matching rows, also entferne diese Zeilen und wir haben es weggeschmissen, jetzt müssen wir unser Textfilter guckt immer noch, wo sind drei Leerzeichen, deshalb findet er im Moment nichts, den setzen wir zurück und da sind wir die schon mal los, obwohl die auch an allen möglichen Stellen war. Das hat schon mal ganz gut funktioniert und wir haben eben hier wieder so ein typisches, was wir eben schon auch in der ersten Runde gesehen haben, wir isolieren die Zeilen, mit denen wir arbeiten wollen und ändern die dann am Stück. Also wir haben eben hier die eben isoliert, dass wir die gefunden haben, die so aussahen und am Stück die Änderung war dann eben das Löschen. Das Gleiche können wir jetzt auch machen. Hier können wir sogar ganz über alles arbeiten, hier müssen wir nicht mal trennen. Hier sind diese ganzen kleinen Anführungszeichen drin. Und das ist eben die typische GenWiki-Syntax für Fettschreiben. Das brauchen wir aber nicht. Das ist ja für den Menschen eine optische Hervorhebung. In diesem Fall ist es tatsächlich sogar gar nicht gebraucht, weil die Struktur so klar ist. Das müssen wir erstmal loswerden. Und auch das geht wieder über das schon gesehene Cells Transform. Das haben wir eben schon benutzt, um unsere eckigen Klammern loszuwerden. Und genau das nehmen wir jetzt hier wieder. Habe ich es eigentlich noch? Genau, aber ach, kann ich schnell noch neu schreiben. Also ich will ersetzen drei einfachen Anführungszeichen durch nichts. So, jetzt müssen wir unsere Vorschau wieder anschalten und wir sehen, hier waren diese drei Striche drin und die sind verschwunden. Das sieht schon mal ganz gut aus. Genau, und wir sehen auch gleich, dahinter sind nochmal, gibt noch so doppelte Anführungszeichen. Die brauchen wir auch nicht mehr, die können wir auch gleich an dieser Stelle auch wegmachen. So. Jo, das sieht gut aus und dann drücken wir drauf auf OK. Und er hat eben in allen unseren Zeilen jetzt diese für uns hier überflüssigen Striche weggemacht. Was wir jetzt noch sehen, was für unsere Bearbeitung total störend ist, ist, es geht um so einen Filmpreis und da gibt es eben immer Leute, die den gewinnen, den Film, und darunter immer welche, die nominiert sind, aber nicht gewonnen haben. Und das ist aber eben leider so gemischt und dann fehlt auch noch bei den Nominierten immer das Ja. Das ist so ein bisschen doof, jetzt müssen wir erstmal die markieren, die gewonnen haben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die raus? Ja, wir sehen, dass die nicht gewonnen haben, zwei Sternchen davor haben. Die anderen, die gewonnen haben, waren ja nicht eingerückt, die haben ein Sternchen und die Eingerückten haben zwei Sternchen davor. Also wir können alle, die keine zwei Sternchen haben, das sind die Gewinner. Und da wollen wir eine neue Spalte machen. Und das geht so, wir klicken hier auf unsere Spalte, die wir jetzt haben, unsere einzige. Und sagen, wir wollen eine neue Spalte, wir wollen Spalten verändern. Und zwar wollen wir eine Spalte hinzufügen, based on this column. Also basierend auf unserer existierenden Spalte, eine neue Spalte machen. So, und diese neue Spalte nennen wir ist Gewinner. Genau, so. Und jetzt haben wir gesagt, wie kriegen wir die ausgewählt? Wir sagen, das sind die Werte, die mit zwei Sternchen beginnen. So. Starts, also da muss man natürlich die genaue Schreibweise haben, Starts with heißt das. So, aber die zwei Sterne haben, das sind ja gerade nicht die Gewinner, also müssen wir da ein Not drum schreiben.
Und dann kriegen wir, wie man das raus. Also hier die erste, der erste Eintrag ist eben genau die Gewinnerin und die zweite. Und hier unten ist es sofort. Das sieht ganz gut aus. Und dann drücken wir hier drauf, diese neue Spalte zu erzeugen. Und das ist jetzt auch passiert. Wir haben eine neue Spalte bekommen und wir sehen, es ist gleich grün. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur Text, sondern sozusagen das Programm hat verstanden, dass es hier um einen Wahrheitswert geht. Auf Englisch dann eben true und false. Das ist eben schon hier so interpretiert worden. Was wir jetzt noch machen wollen, ist das Ja extrahieren. Und das funktioniert ja nur bei den Gewinnern, bei den anderen fehlt es ja. Deshalb filtern wir auf die Spalte ist Gewinner. Ja, genau, es geht tatsächlich mit dem Textfilter. Also wir filtern jetzt auf die Gewinner sind. Die haben also alle vorne das Ja stehen. Und das wollen wir jetzt hier rausholen aus dieser Spalte. Und dazu gehen wir jetzt darüber, dass wir wieder sagen, hier eine neue Spalte hinzufügen. Also add column based on this column. Und wir wissen, das steht immer an einer bestimmten Stelle. Und da hatten wir eben dieses Substring, das kann man auch abkürzen, mit diesen eckigen Klammern. Das ist das gleiche wie Substring, weil es so oft vorkommt, hat man eine Abkürzung gemacht. Und wir sehen eben, wenn wir das, ja, das ist ein bisschen verwirrend, also das Informatik-typisch wird bei 0 angefangen, also das ist das Zeichen 0, das Zeichen 1, 2, 3, 4, 5 ist eben das Ja an der Stelle 1 bis 5 und dann haben wir das Ja hier rausgeholt, wir müssen da oben noch einen neuen Spaltennamen draufgeben und haben jetzt entsprechend das Ja da schon extrahiert. Gab es einen Fehler unten? Ah, okay, ja, das ist gut, guter Hinweis, ja, das ist sehr praktisch, ja, schön, dass es passiert ist, ich weiß gar nicht, warum das jetzt da ist, aber gut, dann kann ich gleich was anderes zeigen, das hätte ich sonst an einer anderen Stelle, aber das passt hier gut, wenn man was falsch gemacht hat, also wir haben es hier gesehen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, hier ist was abgeschnitten und das wollten wir gar nicht, das war irgendwo war noch nicht so gut, dann haben wir hier drüben eine Zurückgängigmachfunktion und zwar beliebig viele Rückgängigmachfunktionen. Wir können wirklich bis wir das Projekt begonnen haben, wieder zurückgehen. Ich sage, den letzten Schritt will ich nicht haben. Und dann klicke ich da drauf, ist er verschwunden. Genauso kann ich mir das wiederholen. Aber ich gehe jetzt also hier hin und sage, der soll weg. Und das Problem ist ja offenbar, dass bei denen hier da Sternchen Leerzeichen steht. Also muss ich hier nochmal eine Bearbeitung machen und Sternchen Leerzeichen durch Sternchen ersetzen. So. Und jetzt kann ich auch das Aufteilen machen, also meine neue Spalte Ja. Und kann mir hier aus der Historie das letzte zurückholen. Gucke nochmal durch, diesmal auch bitte weiter nach unten, ein bisschen weiter nach unten. Ja, sieht alles gut aus. Und jetzt haben wir tatsächlich eine ordentliche Jahresangabe. Jetzt wollen wir bei denen auch gleich die Sternchen wegmachen. Auch das geht wieder. Dann machen wir wieder hier eine Transformation auf der und wir nehmen also alles ab, nehmen nur das Sternchen weg, genau, dann nehmen wir das Sternchen weg, also das erste Zeichen weg und dann ist das schon mal verschwunden. So, jetzt mache ich nochmal diesen Filter ganz weg, dass wir alle sehen. Und wir, ach du Schreck, bei den Nichtgewinnern, da fehlt ja das Ja, was machen wir denn da? Da steht ja auch gar nicht drin. Wo kriegen wir das denn her? Ja, auch da haben die Macher von OpenRefine dran gedacht, dass das wohl häufiger mal vorkommt. Und da gibt es hier die, unter den Zellen bearbeiten, fill down. Also fülle nach unten aus. Und zwar füllt er alle Leerzeichen. Achso, das war jetzt ein bisschen schnell. Ich gehe mal zurück. So. Genau, es gibt also den fill down. Wenn er auf eine leere Zelle trifft, dann nimmt er den Wert der vorigen Zelle und füllt den da ein. Und das hilft eben hier genau. Die letzte Zahl war 1956. Hier hatten wir zwei leere. Und da hat er mir die jetzt eben eingesetzt, sodass jetzt eben auch schon, dass jetzt eben wirklich tatsächlich jede Zeile eine Jahresangabe gekriegt hat, eben auch da, wo im Original nichts drin war. Jetzt müssen wir einmal nochmal die Jahreszahlen da raussortieren. Ah, okay, ich habe einen Schritt vergessen aus meiner Anleitung hier. Das kriegen wir aber hin. Also wir müssen einmal nochmal unsere Gewinner zurückfiltern. Ne, du kannst ja auch die eckigen Klammern als Separator nehmen für eine neue Spalte. Ich muss ja alle, die, damit sie es weiter verarbeiten können, müssen die alle im gleichen Format sein. Und noch haben die Zahl und die haben diese Sternchen. Und deshalb muss ich immer die Zahl noch wegschmeißen. Und das hatte ich auf meinem Zettel hier stehen, habe es aber jetzt vergessen zu machen. Ich muss natürlich hier nochmal einen Substring
4 oder sogar 5, ein 5 anwenden, das Leerzeichen muss mit weg, das schneidet uns das Jahr weg, so, und dann muss ich diesen Filter einmal nochmal umdrehen und die eben nur nominiert waren, nicht gewonnen haben, die haben diese 2 Sternchen da drin, auch die muss ich wegtun und da hilft uns der Substring 2 und jetzt haben die alle ein, genau, ein ganz wunderbares gleiches Aussehen und jetzt können wir damit nämlich weitermachen. Und wir wollen nämlich das jetzt, hier steht ja mal der Name drin, dann steht da der Film, da steht noch die Figur da drin, die gespielt haben. Und das wollen wir zerteilen und auch das kann das OpenRefine uns abnehmen. Und zwar gehen wir jetzt hier, hier wollen wir Spalten verändern, wir wollen neue Spalten einfügen. Und zwar wollen wir die aufteilen, und zwar über Split. Also wir teilen die existierende Spalte in mehrere auf und wir fangen erstmal an, den Namen der Schauspielerin abzutrennen. Und der wird nämlich durch ein Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen gemacht und wir wollen, dass maximal, sollen maximal 2 entstehen. Also falls irgendwo dahinter noch ein Bindestrich entsteht, der interessiert uns nicht. So. Und das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es ein Minus ist, sondern. Ja, das ist kein Minus, das ist nicht der Bindestrich. Genau. Das hatte ich ja schon fast vermutet. Das sah irgendwie komisch aus, dann mache ich das gleich nochmal. Also wir wollen die splittern, jetzt aber eben nicht durch ein. Genau, es ist kein Minus, es ist ein tatsächlich ein typografischer Bindestrich, der für den Computer eben was völlig anderes ist als ein Minuszeichen. Und jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben wir also hier rausgetrennt unsere Schauspielerin und dahinter den Film. Und auch den Film wollen wir nochmal raustrennen. Und auch das geht wieder über die gleiche Funktion. Wir trennen das und diesmal ist das Leerzeichen as Leerzeichen. Danach kommt der Charakter. Auch da wieder maximal 2. Wollen wir das raustrennen und das sieht doch schon wirklich gut aus. Und jetzt müssen wir noch einmal, das ist jetzt hier ein bisschen, ist ja nicht so wirklich übersichtlich, wie das hier heißt. Da wollen wir unsere Spalte mal bearbeiten. Und da gibt es hier die Möglichkeit Rename. Und das nennen wir dann Schauspielerin. Und das nächste ist unser Film. Und das Ganze nennen wir noch Figur. So, und schon haben wir eine hübsche Tabellenstruktur, aber was noch nicht, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen das irgendwie vielleicht in der Tabelle wieder ausgeben, das Ganze, dann wollen wir hier hinten nicht Ist-Gewinner True oder False haben, sondern, also das jetzt kommt mir darauf an, auf den Anwendungsfall, ich will aber einmal zeigen, wie man das auswerten könnte und wir wollen jetzt das so haben, dass hinter den Namen der Schauspielerin in Klammern Gewinner kommt, wenn sie das jeweils gewonnen hat. Ob das nun für Sortieren ist, ist bestimmt doof. Und für die Textfacette, das mache ich einmal, nur zum Spaß, einmal Textfacette da drauf, um mal zu gucken, wer am meisten gewonnen hat. Und da sieht man eben je nach Person, also die Meena Kumari, die hat eben zwar 12 Mal dabei. Genau, das sowas kann machen. Und dafür, für genau diesen Fall, was ich jetzt hier gemacht habe, dieses Filter, wäre es blöd, aber ich will es einmal zeigen, wie es geht. Nämlich dahinter schreiben Gewinner, wenn sie gewonnen hat. Und zwar geht das dann so, da können wir auch dieses Transform machen. Und da können wir nicht nur einfach diesen einen Text verändern, sondern wir können auch auf andere Zellen zugreifen. Wir können nämlich, haben alle Zellen im Zugriff über Cells und da gibt es zum Beispiel die Zelle, die wir ist Gewinner, also die Spalte ist Gewinner, ja, und von der Wert dieser Spalte, genau, den muss ich jetzt beiseite ziehen, ja, genau, da sehen wir jetzt den Wert, den können wir hier ablesen, ja, und wir haben jetzt für unsere Formel uns geholt und das wollen wir verarbeiten. Wenn das wahr ist, dann soll der Wert unserer aktuellen Zeile plus Gewinner geschrieben werden und sonst nichts dazu. Und genau so, sonst nämlich nicht nichts, sonst einfach nur der Wert. Genau, jetzt haben wir es, wie wir es haben wollen. Also hinter der Gewinnerin steht jetzt jeweils Gewinner und wenn man nur nominiert war, steht da nichts hinter. Genau, dann drücken wir da drauf und konnten jetzt eben auch tatsächlich Text einfügen, sondern in einen existierenden Wert, abhängig vom Wert einer anderen Spalte. Das ist bestimmt auch an vielen Stellen praktisch. Und was ich jetzt auch nochmal zeigen will an diesem Beispiel, wie man das jetzt, wie das wäre jetzt ein Beispiel, wir haben es aus dem Wiki rausgezogen, oder vielleicht aus unserem Gen-Wiki oder aus einem anderen Wiki, wie kriegen wir das da wieder rein? Das geht auch. Und nun ist ja unsere Wiki-Tabellensyntax eher schwierig, eher kompliziert zu schreiben, insbesondere eben keine Tabellenstruktur. Aber das kann man auch ganz elegant hier machen mit dem OpenRefine und zwar mit dem Templating heißt das.
Und der macht standardmäßig erstmal eine JSON draus, das soll uns aber nicht stören. Also eine Wiki-Tabelle hat immer so eine bestimmte Form, die häufiger beim GenWiki arbeiten, die haben das schon mal gesehen. Die fängt immer mit diesem kryptischen Zeichen an. Dann werden die Spalten beschrieben. Genau, die Spalten werden beschrieben mit einem Ausrufungszeichen davor. So, dann kommt der senkrechte Strich und ein Minuszeichen. Und wir kriegen hier auf der, also das ist sozusagen das Prefix, ist das, was einmal vor die Liste geschrieben wird. Das, was in diesem großen Kasten steht, wird für jede Zeile wiederholt. Dann kommt noch was, wie jede Zeile getrennt wird und was am Schluss der Tabelle steht. Wir sehen schon, hier oben, das hat schon geklappt. Dann wissen wir schon, Zeilen in dieser MediaWiki-Tabellensyntax werden mit diesem komischen Zeichen getrennt und am Schluss muss nochmal senkrechter Strich, geschweifte Klammer stehen. Es fehlt noch das hier in der Mitte und auch das ist eben diese spezielle MediaWiki-Syntax. Da können wir uns auch, können wir ganz viel übernehmen hier. JSON-Nice brauchen wir nicht, weil wir einfach nicht mit JSON arbeiten. Das brauchen wir dafür. So. Genau, das sieht schon ganz gut aus. Also die Schauspielerin, Filmfigur, ja, wollen wir haben. Das kann ich mit hier eben zusammenbauen. So. Jetzt gucken wir mal, wie es aussehen wird. Irgendwas stimmt da immer noch nicht. Genau, das sieht schon besser aus. Da fehlt noch ein. Habe ich doch hier. Also, da fehlt genau das Leerzeichen, das sieht gut aus. Das sieht, wer häufiger im GenWiki unterwegs ist, sieht, das sieht aus wie eine Tabelle. Genau, da drücke ich jetzt mal auf Export. Das wird er mir jetzt, genau, das speichert er mir jetzt wieder ab. Ich öffne mir jetzt aber gleich mal, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich das bei mir im anderen Fenster aufgeht. Ich kopiere das aber mal rüber und gehe nochmal auf unser GenWiki, auf unsere Sandkiste hier und füge das mal ein, damit man sieht, dass das wirklich funktioniert hat. So, das hat es mir ausgespuckt und ich drücke mal hier auf die Vorschau und wenn alles gut geht, genau, kriegen wir da eine prima Tabelle raus, die wir jetzt, und das ist jetzt eben wie bei uns in unserem GenWiki ein Syntax, weiß ich gar nicht. Also na, man könnte da so eine sortierbare, lange nicht in GenWiki gearbeitet, man könnte es auch irgendwie sortierbar hier machen, aber es ist irgendwann eine Tabelle rausgekommen, insofern kann man das tatsächlich machen. Genau, und jetzt noch eine ganz, ganz schicke Sache. Ich hatte es eben schon gezeigt, dieses Undo und Redo. Und das kann man auch verwenden, um alles das, was wir gerade gemacht haben, zu übertragen auf eine zweite Textdatei. Dazu, ich hoffe, dass ihr den neuen Tab seht, wenn ich ihn aufmache. Mache ich mir einen neuen Tab auf. So. Und lade da jetzt die Schauspieler rein. Die sehen irgendwie ganz genauso aus, jetzt müsste ich das gleich nochmal machen, aber dazu kann ich mir dieses hier extrahieren. Alle Schritte, die ich gemacht habe, kann die rauskopieren, kann hier rüber gehen und sagen, also das muss ich immer bestätigen, dass es importiert ist. So. Und sage, alles das, was ich eben gemacht habe, alle Arbeitsschritte möchte ich auch hier darauf anwenden. Und dann habe ich hier diese, also da muss ich Apply drücken, dann füge ich das da ein, was ich gemacht habe und sage, okay, mach das mal. Und zack. Wenn ich auf wirklich einen Knopf drücke, habe ich das gleiche nochmal auf die andere Tabelle angewendet. Das ist natürlich ideal, wenn man jetzt so eine ganze Reihe von GenWiki-Artikeln bearbeiten will. Dann könnte man eben hier, überlegt man sich das, also wir haben so ganz viele Straßenlisten mit Einwohnern. Da würden wir uns das für eine Liste einmal überlegen und dann kann man es quasi auf Knopfdruck auch auf die anderen anwenden und spart eben hier sehr viel Arbeit. Und wenn man eben alle 13 Schritte, die ich sonst von Hand klicken müsste, habe ich jetzt einmal automatisch darauf angewendet. Das war der Teil 2. Einen habe ich gleich noch, aber wir können erstmal wieder darüber sprechen. Wo findet man jetzt die Syntax für die Befehle, die du zum Ändern eingibst? Ja, ich gucke gerade mal, die wird bestimmt, da gibt es bestimmt eine große Liste. Ich gucke gerade mal. Gibt es bestimmt einen Wiki-Artikel drüber? Das ist tatsächlich auf der OpenRefine-Seite, die haben eine ziemlich gute Dokumentation. Also da sind wir in der Dokumentation von dem OpenRefine und da gibt es eben eine Liste der ganzen Funktionen, wo das genau erklärt ist. Genau, es gibt dieses User Manual unter Docs OpenRefine. Dann landet man auf diesem User Manual und dann gibt es eben hier da die Expressions. Da kann man nochmal genau gucken, was es da gibt und kann eben nachschlagen. Diese GR, General Refine Expression Language, ist hier erklärt, die Syntax und die ganzen verschiedenen
Befehle, das kann man da also alles nachlesen. Oft gibt es so Cheat Sheet, heißt das, also wie Schummelbogen auf Deutsch. Oft haben das Leute schon mal gemacht, auf einer Seite irgendwie so handlich zum Ausdruck und daneben legen gemacht. Habe ich noch nicht gesucht, aber könnte ich mir gut vorstellen, da das ja auch an Unis verbreitet ist, ist OpenRefine, dass Studenten schon mal sich das irgendwie zum hübsch danebenlegen vorbereitet haben. Da gibt es so eine PDF-Datei, wo die Sachen drauf sind. Ach, sogar auf Deutsch. Also ganz wunderbar, also das oben ist Englisch, aber wenn man nach unten auf Seite 4 blättert, kommen auch die deutschen Sachen. Also genau, da gibt es sowas zum Ausdrucken, da findet man es. Ja, sonst, wenn es zu dem Blog keine weiteren Fragen gibt, dann mache ich das letzte, dauert nicht lange. Beim letzten geht es um Datenanreicherung. Also wir haben sozusagen eben einmal Tabellen, die Struktur von Tabellen, also einen Überblick verschafft, was ist in einer Tabelle drin, ein bisschen aufräumen. Dann haben wir gesehen, wie kriegen wir quasi unstrukturierte oder semi-strukturierte Daten, wie kriegen wir das in eine Tabellenform. Und jetzt wollen wir uns noch angucken, wie kriegen wir da noch was dazu in die Tabellen, wenn wir es haben. Und da kann mich OpenRefine auch was ziemlich Schickes machen. Und das möchte ich einmal zeigen. Und da ist das erste einmal, hier habe ich tatsächlich vergessen zu schreiben, aber das geht ganz schnell. Ich brauche eine Datei mit ein paar Adressangaben. Ganz simple Struktur. Also jetzt habe ich noch nicht mal, das erste ist noch nicht mal ein Header, das ist also wirklich nur zwei Adressen. Ganz simpel gemacht. Das ist gar nicht mal gut. Ich will die mich noch nicht mal trennen. Ich will sie tatsächlich so da drin haben. Genau, also ganz simple Adresse kann man sich vorstellen. Also da hat man irgendwie eine Liste von irgendwie Adressbuchdaten, wo irgendwie Anschriften drinstehen. Und was wir haben wollen, ist, wir wollen die Geoposition haben. Wir wollen das irgendwie auf einer Karte darstellen, das Ganze. Und da gibt es einen tollen Dienst, das kennt man vielleicht von OpenStreetMap. Da kann man ja hier einfach eine Adresse eingeben. Das reicht schon. Genau, und dann findet er diese Adresse. Also das Geocoding heißt das Ganze. Und dieser Dienst, der hier steht es eben schon, OpenStreetMap Nominatim heißt dieser Dienst, den man benutzen kann. Das ist, der arbeitet mit den offenen Daten von OpenStreetMap. Also ich kann es hier nochmal eintippen. Genau, da sieht man, dann glaub, die Karte springt dann nicht gleich dahin. So, ja doch, das hat genau funktioniert. Also dann sucht er zu einer Adresse eben eine Koordinate raus, beziehungsweise springt jetzt hier gleich auf die Karte. Und das Ganze kann man aus OpenRefine heraus nutzen. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir sagen jetzt hier, wir wollen add column bei Fetching URL. Also wir wollen eine Seite abrufen. Genau, wir wollen nämlich diese Nominatim-Seite aufrufen. Jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht vertippe. Nominatim Search. Format ist JSON. Und wir wollen eine Frage stellen. Und da muss ich jetzt wieder aufpassen, dass ich mich nicht ganz. Wir können ja nicht einfach den Value, also normalerweise hätte ich jetzt gleich den Value daran, da muss ich noch ein bisschen aufpassen, denn wir müssen den Wert erst escapen. So. Ja, wollen wir auch auf meinem. Genau, jetzt sehen wir auch, jetzt funktioniert auch alles hier die Vorschau. Genau, wir sehen nämlich hier was das Escape tut. Man darf nämlich nicht einfach so Kommas und Leerzeichen in der URL schreiben, die müssen speziell umgeschrieben werden und das macht eben dieses Escape hierfür ein. Dann schicken wir das mal so los. So, jetzt macht das läuft jetzt und hoffentlich antwortet das auch ordentlich. Genau, da hat er jetzt mir was geholt. Das sieht jetzt ja noch irgendwie okay, sehr wirr aus. Wir sehen ein bisschen, stimmt hier schon was? Kirchenweg, See steht, das stimmt schon. Niemandsweg bis den Bruck stimmt auch, ja, aber es ist noch sehr, sehr wirr. Nämlich liegt daran, weil der Dienst nämlich in JSON, in JavaScript Object Notation antwortet. Einer, ja, für Computer sehr schön lesbar, für uns Menschen nicht so schön. Das hilft uns jetzt aber erst noch nicht so weiter. Aber wir können einfach diese Zeile, da der Computer JSON total gut versteht, dann lassen wir den jetzt doch mal verstehen. Also fügen wir jetzt eine weitere Spalte hinzu und sagen einfach, er soll das JSON verarbeiten. Das kann der. So. Und davon wollen wir JSON 1. Mal gucken, das klappt. JSON sollte ich schreiben. Genau, da sehen wir schon mal, wir lassen den JSON verstehen, wir sagen dem, das ist JSON, versteh das mal, sagen wir. Dann nimm mal den ersten Treffer, ja, die Informatik zählen wir bei 0 los und gib mir dafür mal den Längengrad. Und das nennen wir dann irgendwie. Latitude. Also, genau, ich wollte beides gleich in 1 tun. Ich mache mal eine Spalte rein. Können wir natürlich auch zwei Spalten daraus machen, hier nenne ich das nochmal die Longitude und dann haben wir nämlich beides in einem Feld. Dann trennen wir das mal mit Komma hier ab.
Also, und kann Position. Zack. Und dann haben wir hier schön unsere Position drin aufgeschrieben. Die Spalte brauchen wir jetzt nicht mehr. Die ist über. Die können wir jetzt einfach. Das war unsere Hilfsspalte. Und jetzt haben wir von den Adressen bei 2, natürlich nicht so spannend, haben wir hier die Position bestimmt. Genau, das geht eben ganz schön mit Nominaten. Das Ganze geht auch mit dem GOV. Das kann ich jetzt mal zeigen, wie man das verwenden kann. Dazu nehme ich mal eine Datei, die habe ich jetzt, nicht Adressen, Briefe. Das ist eine Geschichte, das ist deutsche Auswandererbriefe. Das haben wir mit dem Deutschen Historischen Institut in Washington zusammen und der Uni Halle haben wir Briefe von Auswanderern geokodiert. Da haben wir die GOV-Kennung rausgesucht. Genau das ist das, was die Mitarbeiterin von Georg Fertig geschickt hat, also eine Liste von GOV-Kennungen. Da kann man ja erstmal noch nicht so viel mit anfangen. Ja, ich zeige aber, man kann da doch was anfangen. Und dann zeige ich auch, was da drin steckt. Also wir können insofern das anfangen, wir können das dem GOV einmal vorwerfen, dem GOV-Kartengenerator. Da können wir nämlich sagen, machen wir mal eine Karte da draus und der macht eine Karte draus. So, aber wir wollen vielleicht irgendwie in der Tabelle, wir wollen was über die Orte sprechen, wir wollen da Namen dran schreiben, das ist ja alles nicht sprechend, was da rausgekommen ist, diese Kürzel. So, da kann es jetzt auch eben OpenRefine, kann nämlich das GOV befragen. Und dazu benutzen wir genau wie dieses @columnByFetchingURL. Und diesmal wollen wir das GOV befragen. Und das GOV hat eine Funktion, jetzt muss ich gerade selbst hier mogeln, obwohl ich es ja selbst geschrieben habe. Genau so heißt das. Name und dann kommt da einfach das Kürzel dahinter. Genau, so muss man es aufrufen. API, Name und den Kürzel. Und das soll der Name werden. Und wir wollen unser GOV nicht so ärgern, aber nicht zu lange warten. Vielleicht 2 pro Sekunde abschicken. Drücke ich mal auf OK. Jetzt macht er das. Da müssen wir, ich habe gesagt, er darf nur 2 pro Sekunde machen. Ich habe 20 Stück. Jetzt müssen wir noch relativ schnell da durch. Genau. Und dann hat er mir dazu den Namen beschafft. Ich kann mir auch sagen, ich will noch eine zweite Spalte haben. Es gibt auch noch, das ist ganz ähnlich, das heißt dann eben nicht Name, das heißt Position. So, jetzt habe ich auf 5 Sekunden gestellt, okay, das könnte lange dauern. Dann sollte ich das nochmal abbrechen. So, das heißt nochmal. Und ein bisschen schneller, nämlich 2 pro Sekunde. So, dann wollen wir das noch ein bisschen schneller machen. Jetzt sollte es auch wieder so in etwa 10 Sekunden durchlaufen. Genau, dann haben wir jetzt eben hier uns die geografische Position rausgeholt, die im GOV dazu gespeichert ist. Und das ist natürlich jetzt total praktisch, wenn man da irgendwie weitere Arbeiten machen will. Man hatte eben über diese GOV-Kennung, die abgespeichert ist, kriegen wir eben Zugriff auf viel mehr Informationen, die im GOV vorhanden sind. Und die kann man eben über, da sieht man diesen Wert dieser eindeutigen Identifikatoren. Dadurch kann man sich eben leicht seine Daten anreichern lassen über das, was wir da schon an Informationen im geschichtlichen Ortsverzeichnis drin haben. Genau, und das war jetzt auch das, was der dritte Teil, den ich zeigen wollte, die Datenanreicherung. Da kann man noch viel mehr machen und ich kann auch, also ich bin gerade dabei durchzulesen, was OpenRefine, also OpenRefine kann da noch viel raffiniertere Sachen rausziehen aus solchen strukturierten Daten mit dem geschichtlichen Ortsverzeichnis. Da bin ich noch dabei, mich da reinzulesen, wie das geht, um tatsächlich das GOV, das war sehr simpel mit dieser Adresse, die da rauszulesen. Es gibt noch eine raffiniertere Verknüpfung, Reconciliation heißt das Ganze, und da bin ich immer noch dabei, um dieses OpenRefine da noch besser anzubinden, um eben noch mehr rausziehen zu können aus unseren Daten, die wir da gewonnen haben. Genau, das war mein dritter Teil zu OpenRefine, eben die Anreicherung. Genau, und so bin ich mit meinen Präsentationen erstmal am Ende.